Jo Leute, gruselige Stimmung hier bei der Mad Monster Mansion. Wir ruhen hier aber nicht in Frieden, wie diese armen Gesellen vor uns. Unser Höllentrip beginnt erst. Und was wir hier machen müssen, es ist grausam. Wir dringen jetzt hier direkt mal ein. Aber ich muss sagen, diese Burg oder was auch immer das genau ist, Mansion heißt ja eigentlich was anderes, aber so eine richtige Mansion ist das eigentlich gar nicht. Es ist mir ein Schloss oder ein großes Haus mit einer Kirche irgendwo. Die Fledermäuse können wir angreifen, wenn wir möchten. Und die Fenster können wir außerdem zerstören. Ja, die Bude hier gehört tatsächlich der fetten Grunti. Und hier war, man sieht es eh nochmal, das ist ein Easter Egg an den Nachfolgerteil Banjo-Tooie. Ich werde das dann reinschneiden, wenn dieses Let's Play kommt, aber das kommt erst... Wann hatte ich es geplant? Jänner 2017, wenn nicht ein wenig später. Ich kann nämlich überhaupt nicht sagen. So, hier geht's mal runter in den Weinkeller. Ach ja, stimmt. Man konnte die Mistviecher ja nicht besiegen. Außer man hatte diesen ultimativ... Ist ja saugeil, ich wusste das gar nicht mehr. Ja, die Geister sind zwar lästig, aber... Sie wirklich was tun, machen sie am Ende eh nicht. Na komm her. Man kann sie leider nur so besiegen. Aber Achtung, hier sollte man unbedingt ganz nach vorne laufen, weil hier findet man 4 Noten. Also hier ist eine Welt, wo man sich genauestens umsehen muss. Das heißt, es wird eher so eine Art Sammel-Adventure werden. Mal sehen, wie lange ich für die Welt hier brauche. Natürlich nehme ich wieder in einer Datei auf und splitte die dann einfach. Bei 2 Folgen pro Welt ist das ja nicht schwierig. Da muss ich mich ja nicht sonderlich bemühen oder ähnliches. Das geht ganz, ganz flott. Ich glaube, hier kam man dann, ja genau, in den Burggarten. Aber Achtung, nicht ins Wasser fallen. Oder war das hier noch egal? Nee, ich glaube auch nicht. Ja. Das war ein wenig anders. Egal. Das hätte sich jetzt mal erledigt. Und mit Gerhard wieder zu unserer Partie dazugehört. Das Schloss ist von innen her zu. Schlecht. Ja, hier verwandelt uns dann auch der liebe Mumbo wieder. Und hier kam man zur Kirche. Wenn man es denn gepackt hat.
Ach ja, richtig, ich hatte das vergessen. Ich muss jetzt erst das Tor aufmachen, ich Idiot. Na, sammel die Note ein. Grunti, ich will ja nichts gegen deine Gewohnheiten sagen, aber auch Strom ist nicht gratis. Nee, nee. Ach so, ich verstehe schon. Nein, was mache ich denn? Ich möchte den Mumbo-Schädel. Ja, ich bin einer der Let's Player, die selbst den zu den 100% hinzuzählen. Tut mir leid. Dein Ernst ist, dass ich den verpasst habe, wie peinlich. Ja, wenn ich schon 100% reinschreibe, was ich hier tue, dann soll das natürlich auch gerechtfertigt sein. Ist ja natürlich eh logisch. Aber was war hier drinnen eigentlich? Ah, hier war dieses verrückte Puzzlespiel. Ja, ich hoffe, es ist jetzt natürlich logisch, was man hier tun muss. Ihr seht ja die Buchstaben. Den Geist hier, der ist einfach nur lästig. Ach so, das ist gar kein End, das ist von der Seite. Ben. Au. Warten, bis der hier vorbei ist. Benjo. Wo ist das scheiß K? Wo ist das Z? Oh. Nee, das wird nichts. Jetzt erst recht nicht. Momentan steht es auch nicht sehr gut um meine Gesundheit. Ja, das ist auch nicht gerade so flockentoll. Ja, natürlich kann man den Bienen auch so entkommen, das ist jetzt kein Problem, aber trotzdem. Es ist einfach nur lästig. Und das Rätsel mache ich jetzt gerne nochmal. Ich hätte mich zwar gefreut, wenn ich es instant gepackt hätte. Aber da hat mich dafür der Geist so oft getroffen. Jetzt gehst du da hoch. Und diesmal nehme ich dieses beschissenere A zuerst. Ah, du Gratler. Verzieh dich doch. Achso, das ist ja eh wieder keines. Ben. Hättest du gerne
Schon. Klar. Jetzt geht's natürlich besser. Z. Komm schon. O. O. I. Komm schon. Komm, komm. Es ist vollbracht, das Puzzle teilt sein ein. Ich bin erlöst. Das bin ich abholt. Aber von meinen Schularbeiten. Wie gesagt, bin ich eigentlich eh schon. Das bin ich schon lange. Bei uns sind ja die Schularbeiten schon vorbei. Ich glaube, Mittwoch letzter Woche war dann Noteneintragung. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Mach die blöde Tür auf. Im Brunnen ist übrigens auch was Cooles zu finden. Ich wollte es nur mal so anmerken. Aber ich befürchte, das müssen wir uns jetzt später holen, weil ich habe leider nicht die Lebensenergie, um hier tatsächlich weiterzukommen. Mann, ist das ärgerlich. So, und hier darf man auf keinen Fall auch nur einmal die falschen Knöpfe drücken. Die Brühe unter mir fügt einem Schaden zu. Das sieht man hoffentlich auch an der leicht widerlichen Farbe. Okay, man kann sich leichte Fehler erlauben. Yep. Genau das meinte ich. Was tut der jetzt? Mann, bist du ein Sauidiot. Egal. Ich glaube, jetzt sind nämlich die Türen auch wieder zu und die Fenster natürlich. Ebenso. Nur die Puzzles bleibt gespeichert, das haben sie ja. Was nimmst du die Note, du? Das haben sie ja dann Gott sei Dank im zweiten Teil endlich umgeändert. Das war ja im ersten so lästig, du bist gestorben, hast die ganzen Noten normal sammeln können. Okay, was war hier zu tun? Ist das einfach mal nur so ein Sammelraum oder was ist hier? Soll das demonstrieren? Ja, du kannst in den Häusern auch was machen oder? Okay, ich bin raus. Aus dem Schneider würde ich sagen. Nee, also du haust mir hier keine rein. In dem Labyrinth gab es aber, glaube ich, auch Geister. Natürlich. Das heißt, hier brauchen wir mindestens 10 Goldfedern. Hm. Ja, ich kann die Tür auch kaputt machen. Lel. Und da pennt so ein etwas älterer Geist. Wer wagt es, Napper zu wecken? Wo mag dieser Wicht nur stecken? Ja.
Ihr habt ja leider auch einen Blick auf die achte Welt werfen können. Zumindest wer aufgepasst hat, dürfte bemerkt haben, wo sich die befindet und was mit der ist. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der uns sieht, aber ich glaube, es ist nichts. Solange wache ich bin, ist für dich kein Puzzle drin. Na gut, dann gehe ich wieder, mit frohem Sinn. Ich wollte sowieso nur die Noten. Ja, die Fledermäuse geben, glaube ich, auch. Ja, die geben auch eins. Also ein Honigfarbenteil zum Heilen. Und wie wir wissen, ist ja hier. Jetzt geht das endlich, dass ich so springe. Moment mal. Hier war doch irgendwo. Oh, sehr realistisch. Wir verbrennen uns an den Flammen. Naja, irgendwas mussten die ja richtig machen bei dem Spiel. Und jetzt war kurz ein Grafik-Lag. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Die Genius müssen wir jetzt leider auch nochmal neu suchen. Oder besser gesagt, wir wissen ja, wo sie sind. Na, was ist? Komm schon. Das ist eigentlich wie in Super Mario. Ach du Mist. Ab rauf da. Ich hab's auch als Kind, als kleines Kind eigentlich nie weiter geschafft als bis in diese Welt hier. Hier bin ich meistens dann hängen geblieben. Ich hatte einfach nie genug Noten, um weiterzukommen. Und irgendwann ist es mir dann halt zu blöd geworden. Da habe ich dann einfach gesagt, nee Leute, ich will nicht mehr. Was ein Riesenfehler im Eigentlichen war, aber pff, shit happens. Geht halt nicht anders. Nur aus Fehlern kann man lernen. Na, obwohl das stimmt eigentlich nicht ganz. Das stimmt eigentlich nicht ganz, der Spruch. Und man kann auch von was anderem lernen. Oder aus was anderem, sagen wir es mal so. So, das dämliche Spiel müssen wir zum Glück nicht nochmal spielen. Das bleibt uns Gott sei Dank erspart. Was das dort oben zu bedeuten hat, hier hätte man dann eigentlich rein sollen. Also das heißt, normalerweise, also die hatten die Idee, dass man hier auf der Seite rein könnte. Das haben sie aber am Ende nicht umgesetzt. Weil da leider ein klitzekleiner Fehler aufgetreten ist, den die Typen von Rare nicht bedacht haben. Es ist jetzt kein sonderlich fataler Fehler oder irgendwas anderes, aber es ist ein sehr, sehr lustiger Fehler. Ja, Bottles gibt uns jetzt die Meldung. Aha. Okay, wir haben unseren derzeitigen Notenrekord gebrochen. Woo!
Okay, gut, da ist eh keine Note. Dann rein in die gute Stube. Ja, hier ganz gemein. Hier kommt man so nicht drunter. Was tun? Man muss hier ein wenig anders hineinkommen. Und zwar soll man hier nicht als Bär und Vogel rein, sondern als was anderes. Witzig ist, dass das tatsächlich zum Teil auch geht, dass man hier den Emulator überlastet und dann einfach mal durch die Wand glitscht. Hier, ich hab's euch mal kurz gezeigt. Also er setzt dann zuerst die RAM-Attacke ein, springt aber dann automatisch weiter. Also mit diesem Luftangriff. Es ist ganz lustig mit anzusehen. Danke sehr. Ja. Oh. Gut, dass wir runtergeflogen sind, sonst hätten wir das nicht gefunden.